Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Kritik und Krise heiße ich euch und Sie im Namen der Veranstalter herzlich willkommen. Anlass, diese Veranstaltungsreihe zu machen, ist ja bekannterweise die sich zur globalen Krise ausgeweitete Subprime-Krise der USA, die vor knapp 2 Jahren dort begonnen hat. Und berechtigterweise und auch vielleicht traditionell stößt diese Krise auch in der Linken auf ein breites Interesse, wie auch in Hamburg zu verfolgen war, in den diversesten Veranstaltungen der diversesten Gruppen, Richtungen und Strömungen. Diese Reihe hier versucht, den Fokus, wie er gängigerweise gerichtet wird, auf die Krise oder auf Krisen generell zu verschieben. Es geht uns um etwas anderes als die Frage zu stellen, die sehr strategisch, technisch und taktisch ist, wie wir in Bewegung kommen könnten, sondern wir wollen das Augenmerk auf Verhältnisse richten, das heißt Bestimmungsverhältnisse. Soweit allgemein bekannt sein kann, ist halt quasi automatisch in den gängigen, analog zu den gängigen Krisenvorstellungen, eigentlich nur das Kapital und das gesellschaftliche Naturgesetz der kapitalistischen Gesellschaft und nicht die Revolution. Die Frage, warum also nicht quasi automatisch durch Krisen Veränderungen oder radikale Veränderungen der Gesellschaft stattfinden, soll hier reflektiert werden, und zwar am heutigen Abend mit Gerhard Stapelfeld. Warum in der Krise die Menschen noch unbedingter an die Ideologie der falschen Gesellschaft glauben, darauf wird Martin Dornes in der zweiten Veranstaltung nächste Woche Donnerstag hinweisen. Und zu guter oder schlechter Letzt, warum der Staat die Krise meistern sollte oder warum auch nicht. Umgekehrt, von links bis rechts wird gefordert, dass der Staat diese Krise meistern sollte, vielleicht gleicht er eher dem goethischen Zauberlehrling dabei. Darüber wird Justin Monday sprechen am 3. Februar 2009 im Salon des Golden Pudel Club am Fischmarkt. Noch wenige Worte zum Referenten, bevor ich ihm dann das Mikrofon und das Wort gebe. Er wird sicherlich einigen hier bekannt sein, manchen mehr, manchen weniger. Man kann sagen, oder ich meine sagen zu können, dass Gerhard Stapelfeld im guten Sinne in der Tradition kritischer Gesellschaftstheorie steht, in dem Sinne, wie sie als Kritik der politischen Ökonomie im 19. Jahrhundert erstmals aufgetreten ist. Seine Untersuchungen sind einmal, ich würde es so umschreiben oder versuchen zu fassen, als gesellschaftsgeschichtliche Rekonstruktion verschiedener historischer, zeitlicher Epochen der weltumspannenden Reichtumsproduktion. Dazu gehört der Imperialismus, die 2 Bände, rückwärts der Liberalismus und als Beginn der merkantilen Weltgesellschaft, der Merkantilismus. Andererseits ist die Wissenschaft selbst auch, um sozusagen Gegenstand der Kritik von Gerhard Stapelfeld und auch die durch die Wissenschaften hergestellte deutsche oder europäische Identität, wozu zwei Bücher zu bemerken sind, zur deutschen Ideologie und zu das dann 4-bändige Werk zur Kritik der ökonomischen Rationalisierung. Die Methode der dialektischen Kritik Stapelfelds ist die Reflexion der in den Gesellschaftstheorien unausgewiesenen geäußerten Voraussetzungen und die Entkleidung dieser gesellschaftlichen Voraussetzungen von ihrem ideologischen Gewand, sodass die verdeckt in ihnen liegende Geschichte und der gesellschaftliche Zusammenhang, den die bewusstlosen Theorien enthalten, zum Vorschein kommt. Diese methodische Kritik ist wesentlicher Bestandteil einer kritischen und aufklärerischen Praxis, der es nicht um die Etablierung einer Diktatur des Proletariats oder um die Vergötzung der physischen Arbeit, um Rituale von Barrikadenbau und Randale geht, sondern um den von Marx so benannten Verein freier Menschen. Bitte schön. Ich habe jetzt von den Veranstaltern alle Freiheiten bekommen, über Krise und Kritik etwas vorzutragen. Und werde das machen in Bezug auf die gegenwärtige Krise. Das hat einige Nachteile. Und zwar ist es immer außerordentlich schwer, wie man sich gut vorstellen kann, über Dinge, die gerade beginnen oder deren Verlauf relativ unabsehbar ist, schon einiges zu sagen. So gesehen ist es nicht ganz leicht, im Moment über diese Krise überhaupt etwas auszusagen.
dann ist das, was ich vortragen kann, eigentlich eher ein Hinweis darauf, wie man die Krise erklären könnte. Also es ist doch einigermaßen voraussetzungsvoll, weil das Problem so komplex ist, dass man nur sagen kann, so und so könnte man es machen und dafür bräuchte man erheblich mehr Zeit. Ich werde erstmal einleitend einiges zu diesem Thema sagen, zum Zusammenhang von Krise, theoretischer und auch der Möglichkeit praktischer Kritik dagegen. Dann wollte ich nochmal einiges zusammentragen, also einfach zur Erinnerung zum Krisenverlauf, zum gegenwärtigen, und zwar soweit das in den Massenmedien nach herrschendem Selbstverständnis vorgetragen wird. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und weil das auch die Grundlage ist für den dritten Punkt, nämlich die politische Reaktion darauf, also wie wird darauf reagiert, wie wird das auch von den Massenmedien begleitet, also von den Zeitungen, von der FAZ über die Zeit bis zur Süddeutschen oder zum Spiegel. Dann wäre als nächster Punkt nochmal interessant zu fragen, inwiefern oder welche Art von Krise es hier wäre, um welche es ginge. Wir haben also seit es im engeren Sinne ökonomische Krisen gibt, das heißt seit dem frühen 19. Jahrhundert, eigentlich immer zwei Krisentheorien gehabt im Prinzip. Entweder wurde gesagt, die Krise besteht in einer Unterkonsumption oder sie besteht in einer Überproduktion. Also diese beiden Möglichkeiten, der gegenwärtige Neoliberalismus hat, glaube ich, soweit ich das sehe, überhaupt gar keine Krisentheorie. Darüber würde ich ganz gern was sagen und zum Schluss nochmal zurückkehren zum Problem Krise und Kritik. Also einleitend zur Frage, um welche Krise es im Moment geht. Wenn man sich darauf verständigen könnte, was ich gleich noch etwas begründen würde, dass der Neoliberalismus beginnt mit der Weltwirtschaftskrise, die ungefähr 1971, 73, 75, 79, die Daten lassen sich auch benennen danach, dass es um den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems 1971, 73 geht, um den tiefsten Punkt des Wachstums der Weltwirtschaft 1975, 73 die Ölkrise im Zusammenhang mit dem Yom Kippur-Krieg und 1979 die zweite Ölkrise im Zusammenhang mit der iranischen Revolution. Also ungefähr sagen könnte, die 70er Jahre sind so das Ende des bisher in den angelsächsischen Ländern und auch in Frankreich geltenden Staatsinterventionismus und der Beginn des Neoliberalismus. Dann hatten wir unter der Ägide des Neoliberalismus schon eine ganze Reihe von Krisen, die aber alle eher peripher sind. Also wir hatten die Krise von Mexiko 1982 und die mexikanische Krise im Zusammenhang mit dem NAFTA-Beitritt 1995. Wir hatten die Asienkrise 97 und die Russlandkrise 97. Dann hatten wir die Krise der New Economy nach dem 11.09.2001, also auch im Jahre 2001. Und jetzt haben wir wieder eine Krise und die Frage ist, was ist daran besonders? Also angesichts dieser vielen Krisen, die es gegeben hat. Das, was an dieser Krise, die im Moment abläuft, neu ist, ist, dass es eine Krise ist, die nicht von der Peripherie des Kapitalismus ausgeht, sondern die im Zentrum angekommen ist, geografisch in den Vereinigten Staaten und logisch im Zentrum des freien, gesetzten, deregulierten Kapitalverkehrs. Dann ist innerhalb dieses logischen Zentrums diese Krise wieder so verlaufen, jedenfalls bisher, und das wird wohl auch der weitere Verlauf 2009 sein, dass man sagen kann, innerhalb dieses Zentrums verläuft es wieder von der Peripherie des Finanz- und Bankensektors allgemein zum Kern einer Wirtschaftskrise im Bereich der Warenproduktion und der Dienstleistung. Und dann ist der nächste Punkt der, wenn es eine Krise ist, die in dieser Weise jetzt nach dem langen Vorlauf von der Mexiko-Krise 82 bis zu den Krisen Anfang des neuen Jahrtausends stattgefunden hat, inwiefern es sich um eine besondere Krise nicht nur im Zentrum
der USA, freier Kapitalverkehr, sondern warum es um eine allgemeine Krise gehen könnte. Also nicht nur eine Krise, die wir vielleicht im Bankensektor hatten. Vielleicht erinnern sich an Herrn Nick Leeson, 1995, da eine englische Bank in den Konkurs spekuliert hat. Oder 2007, 2008 Anfang, die Krise der Société Générale in Frankreich, auch mit viel Spekulationen. Das sind immer einzelne Krisen gewesen, genauso wie die Krise, die man vielleicht schon als im Zentrum angekommen nehmen kann, die New Economy 2001. Was jetzt neu ist, ist, dass es um das System insgesamt geht. Und zwar zunächst auf der Ebene des Finanzsektors und dann auf der Ebene der Wirtschaftskrise. Was neoliberal an dieser Krise ist, und jetzt beginnt das mit den Voraussetzungen, die ich hoffe, in Kürze jedenfalls angeben zu können, ist der Kernpunkt der, dass mit dem Zusammenbruch des sogenannten Bretton Woods-Systems, was das ist, werde ich gleich nochmal sagen, die Zentralbanken in den OECD-Staaten ihre zentrale Rolle verloren haben oder stark eingebüßt haben als Bank des Staates und als Bank der Geschäftsbanken. Dieses Bretton Woods-System ist 1944 eingeführt worden und gewissermaßen eine Internationalisierung der New Deal-Politik, die die USA nach der Weltwirtschaftskrise 1929-33 eingeführt haben. Und zwar haben die USA dort in Anlehnung an Keynes begonnen, die große Krise von um 1930 zu meistern, indem der Staat defizitär finanziert, die öffentliche und private Nachfrage subventioniert. Und dies zu machen mit Maßnahmen, die binnenwirtschaftlich die USA betrafen, aber auch drei außenwirtschaftliche Maßnahmen beinhaltet haben, nämlich einmal die Abwertung des Dollar gegenüber dem Gold von einer Unze Gold 20 Dollar gleich zu einer Unze Gold 35 Dollar 1934. Dadurch sind die amerikanischen Exporte billiger geworden und man hat gewissermaßen die Krise, hat Keynes gesagt, auf den Nachbarn exportiert, zum Nachbarn exportiert. Das Zweite ist, dass die Vereinigten Staaten begonnen haben, mittels der sogenannten Auslandshilfe die Auslandsnachfrage zu steigern. Damit hat man in Lateinamerika die sogenannte importsubstituierende Industrialisierung subventioniert, die Nachfrage, die externe Nachfrage in dieser Form dann subventioniert. Und die dritte Maßnahme der New Deal-Politik außenwirtschaftlich war das sogenannte HAL-Programm von 1934, was bedeutet hat, dass die Vereinigten Staaten über einen regulierten Freihandel, Freihandel mit Einschränkungen, die Dominanz der amerikanischen Industrie im Welthandel gesichert haben. Ich habe diese drei Maßnahmen genannt, weil sie die drei Pfeiler geworden sind des Bretton Woods-Systems von 1944, in dem die Nachkriegsweltordnung für den westlichen Teil der Welt fixiert worden ist, jedenfalls ab dem Kalten Krieg 47. Und zwar ist die Abwertung des US-Dollar oder die Parität des US-Dollar mit dem Goldstandard, eine Unze Gold gleich 35 US-Dollar, der Kern des Weltwährungssystems von Bretton Woods geworden, gestützt durch den Internationalen Währungsfonds. Die Auslandshilfe der Vereinigten Staaten, das heißt also die Subventionierung der Außennachfrage, ist zum Kern geworden des Weltbanksystems. Und das HAL-Programm mit dem der Außenhandel in Grenzen liberalisiert wurde, ist zum Kern geworden des GATT-Systems, der Maßbegünstigung und der Reziprozität im Handel. Und dieses System ist 1971-73 zusammengebrochen. 1971 fiel der Golddollar aus außenwirtschaftlichen Gründen, der war nicht mehr zu halten. Und 1973 fiel ein zweiter Bestandteil des Bretton Woods-Systems im Weltwährungsbereich, nämlich die Bindung aller IWF-Mitgliedstaaten
über feste Paritäten an den Golddollar. Seitdem ist die US-Zentralbank in ihrer Funktion, jederzeit den US-Dollar gegen Gold einzutauschen und alle beteiligten Mitgliedstaaten ihre Währung in fester Parität zum Dollar zu halten, aufgelöst. Und seitdem werden die Wechselkurse, wie es so heißt, frei an den Märkten, Devisenmärkten fixiert. Und die Zentralbanken haben daher eingebüßt ihre Stellung der Sicherung der Weltwährung, der Kreditversorgung der Wirtschaft und der Sicherung des außenwirtschaftlichen Zahlungsverkehrs. So steht es jedenfalls im Bundesbankgesetz 57. Das heißt, die Zentralbanken haben nicht mehr die herausragende Funktion, die Geschäftsbanken mit Krediten zu versorgen auf dem Wege von Diskontkrediten, von Lombardkrediten oder von Wertpapiergeschäften, von Offenmarktkrediten. Und seitdem versorgen sich die Geschäftsbanken mit Krediten selbst. Und das ist der Kern der jetzigen Krise, dass das stattfindet. Und macht auch aus, warum diese Krise über Zentralbanken gar nicht mehr zu regeln ist, weil dies seit dem Ende von Bretton Woods nicht mehr die Funktion von Zentralbanken ist. Sie sind immer weniger Banken des Staates, immer weniger Banken der Geschäftsbanken und so weiter. Und so ist dann jetzt das wechselseitige Kreditgeschäft, dass Banken sich von Banken Geld leihen, das sie wiederum weiterverleihen, der Kern der Krise geworden. Nur vor diesem Hintergrund ist das zu verstehen. Und nur vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, wenn wir allabendlich hören, heute ja wieder, dass die EZB den Leitkurs gesenkt hat, dass dies nicht furchtbar viel nützt, weil die Zentralbanken, die Notenbanken, weder das Federal Reserve System noch die EZB, also die Funktion hatten, die vergleichbare Notenbanken bis 1971, 73 hatten. Das ist vorbei. Und deshalb treten die Regierungen heute ein und müssen gewissermaßen diese Funktion der Bank, der Geschäftsbanken übernehmen. Und der Staat ist dann auch auf die Kapitalmärkte konzentriert. Soweit erstmal das Problem. Das zweite Problem ist, dass die Frage, ob man überhaupt heute von einer Krise reden kann. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man sich das recht überlegt. Also all überall in den Medien steht, wir hätten eine Finanzkrise. Und nun kann man bei dem alten Herrn Marx nachlesen, was eine Krise ganz allgemein der logischen Struktur nach ist. Und die allgemeinste Bestimmung, die er von einer Krise gibt, lautet, es sei nichts anderes als die gewaltsame Herstellung der Einheit zwischen Verselbstständigten und die gewaltsame Verselbstständigung von Momenten, die wesentlich eins sind. Das ist unbefriedigend, nehme ich an, für die meisten. Es geht offenbar darum, bei einer Krise, dass in einer Krise, wenn sie eine allgemeine wäre, die Einheit des ökonomischen Systems insgesamt zerbricht. Aber nicht so weit zerbrochen ist, dass sie sich nicht doch wiederherstellt, weil eine Krise ja immer darin besteht, dass Dinge auseinanderlaufen, die zusammengehören und dieses Zusammengehören oder Zusammenlaufen, die Herstellung der Einheit ist das, was dann sich an einer Krise wiederherstellt. Also zum Beispiel in einem Unternehmen, das, wenn es überproduziert hat, und bestimmte Dinge nicht mehr verwerten kann als Kapital, dass dies dann entwertet wird und wenn es nicht zum Konkurs kommt, dann auf einer neuen Stufenleiter neu produziert wird. Also es stellt sich so eine, die Krise hat gewissermaßen eine, sehr platt ausgedrückt, auch heilende Wirkung. Und nun ist die Frage die, also nach dieser Einheit, die durch die Krise wiederhergestellt wird. Wenn wir, so wie ich das eben vorgeschlagen habe, Mitte der 70er Jahre das Ende des Staatsinterventionismus haben, mit dem Ende von Bretton Woods, jetzt den Neoliberalismus haben,
dann ist es unter Neoliberalismus nach dessen eigener Dogmatik eigentlich gar nicht möglich, von einer Welteinheit oder einer Einheit, die in der Krise auseinanderdriftet, also einer Entzweiung oder Entfremdung oder so etwas zu reden. Das Grunddogma dieses Neoliberalismus lautet gegenüber dem alten Staatsinterventionismus. Man hätte wohl in der alten New Deal-Politik zwischen 1933 und 1973 in den USA oder bei Keynes das System insgesamt durch den Staat steuern wollen und hätte dafür benötigt die Annahme, man könnte das System insgesamt erkennen und deshalb steuern. Und der Neoliberalismus hat ein Grunddogma, das geht nicht. Die Welt sei viel zu komplex, man könnte sie als Ganze gar nicht erkennen, die Welteinheit gewissermaßen, sie mag existieren, man kann nur nichts von ihr wissen. Deshalb sagt der Neoliberalismus ausdrücklich, er verabschiedet sich von allem, was mal im klassischen Liberalismus Vernunft hieß, was vielleicht bei Keynes Rationalismus hieß, was im Sozialismus Vernunft hieß. Und er verbindet das sogar noch damit, dass er sagt, diese ganze Vernunftgeschichte oder der ganze Rationalismus hat von der Französischen Revolution wohin geführt? Nach Auschwitz. Und deshalb sei es richtig, bescheiden aufzutreten und zu sagen, die gesellschaftliche Welt ist so komplex, wir können sie gar nicht erkennen. Deshalb sagt der Neoliberalismus, das, was wir formulieren, ist die Einsicht, dass wir die Welt als Ganze gar nicht erkennen können. Und deshalb sei sie auch nicht zu steuern. Und deshalb müsse man die Kraft der Steuerung den unsichtbaren Kräften des Marktes überlassen. Das erinnert irgendwie grob an die Invisible Hand von Adam Smith. Nur, dass es nicht Vernunft ist, sondern irrational. Und das Einzige, was man wüsste, ist, dass die einzelnen Wirtschaftsbürger, wenn sie in rational handeln, das schon tun, in dieser Tautologie. Wenn in dieser Form die Einheit verloren geht, die Einsicht zumindest, dann kann man auch gar kein Krisenbewusstsein haben. Und dann ist die Frage, wie man aus der Krise herauskommt, so zu beantworten, wie die Weltbank das ungefähr seit 1990 macht, als sie die Globalisierung so langsam in den Griff bekommen hat oder in den Blick bekommen hat, richtiger gesagt. Dass man, wenn man eine Krise schon haben sollte, was man nicht mal weiß, weil man ja gar nicht weiß, wie die Zusammenhänge sind und ob es überhaupt welche gibt, jedenfalls begreifen kann man es nicht. Wenn man dann da rauskommt, dann wüsste man es nie von vornherein, weil man ja gar keine Einsicht in die Dinge hat. Man weiß es nur immer im Nachhinein. Und deshalb empfiehlt die Weltbank, die es ja mit Entwicklungsländern zu tun hat, immer den besonders in der Entwicklung zurückgebliebenen Ländern, wie die Weltbank das dann nennt, auf die erfolgreichen Beispiele in Ostasien zu gucken. Also Burundi soll gewissermaßen nach China gucken und das nachahmen. Und wenn sie es nachahmen würden, dann würde Burundi schon dieselben Erfolge haben wie China. Das ist so ungefähr die Argumentation. Also man soll auf die Erfolgreichen im Wettbewerb gucken und das nachahmen. Im Vorhinein weiß man es nicht. Man kann es ja auch nicht wissen, weil die Welt ist ja unerkennbar. Wenn das so ist, dann ist die Problematik einer Kritik dieser Krise, wenn es dann eine geben sollte, eine außerordentlich schwierige Angelegenheit. Man mag darunter leiden. Man sieht auch, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Dies aber kritisch zu begreifen, ist eine etwas schwierige Angelegenheit. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist folgende. Der Neoliberalismus verabschiedet sich von jeder Vernunft und von jedem Rationalismus. Deshalb gibt es hier auch nicht das, was Immanuel Kant mal eine vernunftgegründete Hoffnung genannt hat, oder was Karl Marx so ähnlich genannt hat, Traum der Vernunft, jedenfalls als er etwas jünger war, der zu verwirklichen wäre. Das Einzige, woran man hier anknüpfen kann, ist das, dass der Neoliberalismus diese Vernunft in einer bestimmten Form enthält, nämlich dass er sagt, es gibt sie nicht. Nämlich nur in der Form der Negation. Aber in dieser Form der Negation braucht er sie. Und er braucht sie in dieser Form auch praktisch in einer Paradoxie,
dass dieser Neoliberalismus von Anfang an aufgetreten ist, so als würde da jetzt die Welt dereguliert und man überlässt die Märkte sich selbst. Und so steht es eigentlich auch immer in den Feuilletons. Und deshalb wundert man sich heute, dass der Staat so ungeheuer auftritt in einer Form wie im 20. Jahrhundert nie. Jedenfalls in den angelsächsischen Ländern nicht. Das Problem ist, dass auf der einen Seite die staatlichen Regulierungen, der Staatsinterventionismus, also New Deal oder Keynesianismus, selber nur mit staatlichen Regulierungen dereguliert werden konnten, paradox ausgedrückt. Und das Zweite ist, wenn man mit staatlichen Regulierungen die alten Regulierungen dereguliert, dann ist das nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir haben ja seit Ende des 19. Jahrhunderts schon durchaus einen Kapitalismus, bei dem es Oligopole und Monopole gibt. Da muss man den Wettbewerb auch gegen diese schon längst oligopolistische oder monopolistische Marktstruktur behaupten. Also um das etwas deutlich zu machen, 1980 waren 20% des Welthandels konzernintern, heute sind es ungefähr 35-40%, selbst nach der Weltbank. Da ist nicht so furchtbar viel von Wettbewerb die Rede. Das heißt, der Wettbewerb muss nicht durch staatliche Deregulierung oder durch Eliminierung des Staates beseitigt werden, sondern der muss als staatliche, künstliche Veranstaltung überhaupt erst hergestellt werden. Und dadurch bekommt der Staat in diesem Wettbewerbssystem eine Rolle, die er selbst im Staatsinterventionismus nie hat. Er muss das Ganze konstituieren und permanent in Gang halten. Und deshalb haben wir das, was so verwundert, ich weiß nicht, vor 4 Wochen die Zeit geschrieben hat, der alte Leviathan von Thomas Hobbes steht wieder auf. Nichts falscher als das. Dieser Neoliberalismus ist von vornherein ein Wettbewerbssystem, was auf staatlicher Konstituierung des Wettbewerbs beruht und den Wettbewerb als künstlich, aber administrativ künstlich geschaffene Veranstaltung in dieser Widersprüchlichkeit herstellt. Insofern muss dieser Neoliberalismus auf die alte Vernunft theoretisch und auch in seiner Praxis Bezug nehmen. Er kann gar nicht, das tut er auch gar nicht, die Märkte dem irrationalen Spiel der Kräfte oder Ähnlichem überlassen. Das ist eine künstlich hergestellte Veranstaltung. Und daran kann eine Kritik anknüpfen. Die hat nur ein Problem im Unterschied zum 19. Jahrhundert. Wenn der Neoliberalismus sagt, die alte Vernunft ist tot und der Rationalismus ist tot und wir schieben das ins Museum, aber gleichzeitig begründet sich der Neoliberalismus durch diese Negation von allem, was irgendwie gesellschaftliche Vernunft wäre, dann heißt es, dass man daran wohl anknüpfen kann in einer Aufklärung, die an vergangene, wenn man so will, Träume anknüpft, Gesellschaftsträume und Hoffnungen anknüpft, weil sie im Neoliberalismus in jeder Form noch enthalten sind. Das Problem ist nur, es reicht nicht nach vorn. Diese Kritik wäre gewissermaßen anachronistisch, aber kein Loblied vergangener Zeiten. Es wäre zum Beispiel völliger Unsinn, jetzt ein Loblied auf den Liberalismus zu singen, weil ja ein Weg vom Liberalismus zu diesem Neoliberalismus führt. Aber gleichwohl, in den vergangenen Epochen enthaltenen Utopien, Sozialutopien, die in Europa entwickelt worden sind, daran zu erinnern. Und so gesehen ist dies nicht nur retrospektiv wie jede Aufklärung, die immer zu spät kommt und sich auf Vergangenes Bewusstloses richtet, sondern das Unglück ist, aber ich denke, daran lässt sich mit viel gutem Willen auch nichts ändern, dass diese Kritik erstmal ins Theoretische eingesperrt ist, weil wir nicht mehr wie im 19. Jahrhundert eine bürgerliche Ideologie haben, an die man praktisch vorwärtsgerichtet in praktischer Kritik anknüpfen kann. Das ist der Unterschied zwischen theoretischer Aufklärung und praktischer Kritik. Sodass das, was als Kritik möglich wäre, vielleicht im Unterschied zu dem, was Horkheimer mal konformistische Revolte genannt hat, bezüglich des autoritären Staats,
man vielleicht sagen könnte, was einzig offen wäre, wäre eine anachronistische Revolte der Erinnerung, der Bewahrung vergangener Utopien, ohne den Anspruch zu erheben und damit die Hoffnung zu verbinden, die Theorie als Moment einer gesellschaftsverändernden Praxis zu wissen, wie dies bei Marx der Fall war. Lange Einleitung, aber das musste sein. Deshalb etwas kürzer die Stichworte und die Erinnerung zum Krisenverlauf und zur administrativen Reaktion darauf, zum Krisenverlauf der gegenwärtigen Krise. Also wer die Zeitung gelesen hat, was anderes mache ich ja auch nicht. Deshalb weiß ich auch nicht mehr. Wird sich daran erinnern an das eine oder andere. Also das herrschende Selbstverständnis ist erstmal interessanterweise, dass man im Moment nie daran erinnert, dass es ja schon vorher Krisen gab. Also seit es diese Krise im Sommer gab, die man mit Lehman Brothers immer in Verbindung setzt, wird kaum noch daran erinnert, dass es ja mal die Société Générale gab oder dass es eine Krise gab oder dass es Mexiko gab oder ähnliches. Also es wird immer gesagt, wir haben eine Krise, die geht aus vom US-Hypothekenmarkt. Das ist das Selbstverständnis. Und man hätte im US-Hypothekenmarkt Kredite vergeben, die erst noch einigermaßen gut gewesen sind und nachher ihre Bonität verloren haben, weil man dann im Zuge einer Herabsetzung des Leitzinses der Vereinigten Staaten unter die Inflationsrate, also man hat praktisch Geld verschenkt, könnte man lax sagen, dann Kredite auch vergeben hat, die man Subprime-Kredite nennt, also an Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind. Und interessanterweise wird in den Medien nie die Frage gestellt, warum die Banken diesen Unsinn machen oder gemacht haben. Sie haben ihn irgendwie gemacht. Und dann kann man jetzt auch bei den Weihnachtsandachten in den Kirchen, konnte man ja hören, dass die Gier der Bankmanager außerordentlich gewachsen ist. Also vor Jahren schien die Faulheit der Arbeitslosen ins Unendliche zu wachsen, jetzt ist es die Gier. Also irgendwie ist die Wirtschaftsethik in Unordnung geraten. Die Bankmanager wissen nicht mehr recht, was sie tun, jedenfalls in ihrer Gier. Josef Ackermann ist ja immer zitiert worden, 25% aufwärts soll die Profitrate sein. Also in dieser Gier haben die Banken dann dazu gegriffen, also zu diesen fragwürdigen Methoden. Das werden sie so nicht gemacht haben. Also niemand vergibt ohne Not Kredite an Leute, die also eigentlich nicht kreditwürdig sind. Da ist ja, muss ja wohl etwas mehr dahin stecken als einfach nur Gier. Also kein Mensch bei ökonomischem Verstand wird so etwas machen. So, dann ist, wird immer nach herrschendem Selbstverständnis gesagt, so jetzt geht, also ist die Sache erstmal ins Rollen gekommen. Das ist, irgendwie ist es passiert, die Gier war da. Nach Krediten, die von vornherein als faul erkannt hätten werden können, deshalb waren die Zinsen auch so hoch. Und dann sind diese Kredite verbrieft worden. Das heißt also, die Banken haben die Kredite vergeben und aus ihren Bilanzen so entfernt, dass sie an Briefkastenfirmen diese faulen Kredite veräußert haben, die dies wieder als Sicherheit für den nächsten Kredit gegeben haben, sodass Schulden immer die Sicherheit für weitere Schulden geworden sind und so weiter, wie in einem Schneeballsystem, bei dem man erahnen kann, dass wenn dieses System zusammenbricht, am Ende dann dies noch viel schneller zu einem Dominoeffekt führen kann als die Bankenkrise um 1930, 31 in den USA. Der zweite Punkt ist der, dass nach herrschendem Selbstverständnis diese Krise auch dadurch in Gang gekommen ist, durch den etwas aberwitzigen Glauben, einen Kapitalismus ohne Krisen schaffen zu können. Das heißt, subjektivistisch ausgedrückt, ohne Risiken. Also die Vergabe von Krediten, die Vergabe von Investmentbanken, die Vergabe von Krediten durch Investmentbanken, Entschuldigung, an Unternehmen
Und wenn man solche Kredite vergibt, trägt man normalerweise ein Risiko, jedenfalls nach herrschendem Selbstverständnis und nach neuerer Praxis, die einige Jahre andauert, trägt man kein Risiko mehr, weil man sich gegen das Risiko versichern kann. Und die Versicherungen, die dieses machen, machen das in der Form sogenannter Swaps. Das sind also einfach sogenannte Termingeschäfte. Also man kauft etwas und verkauft etwas oder vereinbart gleichzeitig den Rückkauf. Und dabei kann man auch Gewinne machen. Das Problem ist nur, dass in dem Fall auch wieder eventuell unsichere Kredite weiter verbrieft werden, genauso wie im Hypothekenmarkt. Und man macht Schulden zur Basis von weiteren Schulden und so weiter. Und wenn Sie denken, das sei eine völlig neue Erfindung, die Deutschen haben das schon lange gemacht, die haben zweimal die Weltkriege durch Schulden finanziert, so hat man das auch schon gemacht. Das ist also eine mindestens 100 Jahre alte Methode, so etwas zu machen. Und diese Swap-Geschichten und Verbriefungen und Ähnliches ist auch schon relativ alt. Das ist schon zu Bretton Woods-Zeiten von den Zentralbanken so eingesetzt worden als Technik. Das Neue ist nur, dass es jetzt die Geschäftsbanken machen, weil die Geschäftsbanken sich jetzt wechselseitig mit Krediten versorgen. Diese beiden Auslöser der neuen Krise haben ja Namen, an die wir uns erinnern. Das eine ist die American International Group, die AIG, die vor ein paar Monaten fast in Bankrott gegangen wäre, wenn nicht der amerikanische Staat da erheblich interveniert hätte. Das war der weltgrößte Versicherer für Kreditrisiken bezüglich der Kreditvergabe an Unternehmen. Das ist das eine. Und das andere sind die beiden großen amerikanischen Hypothekenbanken mit den lustigen Namen Freddie Mac und Fannie Mae, wo die US-Administration dann eingestiegen ist und die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten mal locker von gut 5 Billionen auf gut 10 Billionen US-Dollar verdoppelt hat, indem man dort die entsprechenden Risiken abgesichert hat. Jedenfalls ist das Ganze, wie wir uns ja alle erinnern, zusammengebrochen endgültig, als die Vereinigten Staaten, die US-Administration und dann auch das Federal Reserve System, also die Zentralbank der USA, nicht mehr eingegriffen hat bei Lehman. Das ist ein vergleichsweise, wenn man das mit Freddie Mac und Fannie Mae vergleicht, kleiner Fall. Da ging es nur um 630 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich immer ungefähr mal zu Gemüte führen. Die Deutsche Bank sagt ja, sie hat im letzten Jahr 4 Milliarden Euro verloren. Hier sind die Dimensionen doch etwas größer. Also da geht es um Billionen oder Hunderte von Milliarden. Und die US-Administration hat dort nicht eingegriffen. Und seitdem ist eigentlich klar, zunehmend deutlich geworden im Finanzsektor, dass das Interbankengeschäft zusammenbrechen muss, weil niemand mehr weiß, bei den Kreditsicherheiten, die er hat, oder bei den Wertpapieren nicht etwas ist, was in dem Sinne faul ist, dass man das Geld nie zurückbekommt. Und das Dumme ist, dass diese faulen Kredite zusammengeschnürt worden sind, haben wir alle nachgelesen, zu Portfolios, wo auch gute Kredite drin sind und dadurch eigentlich das Risiko noch multipliziert worden ist, sodass auch Banken, die sich an dem ganzen Geschäft nicht beteiligt haben, in den Strudel geraten. Und auch Wertpapiere betroffen sind, die durchaus sonst als gut gegolten hätten, hiermit in den Strudel hineingekommen sind. Das Problem ist jetzt das, was ich vorhin angegeben habe, dass mit dem Ende von Bretton Woods die Geschäftsbanken sich wechselseitig mit Krediten versorgen und dieses Interbankensystem, dieser Interbankenhandel, die wechselseitige Kreditversorgung zusammenbricht. Und damit das Bankensystem insgesamt. Und wenn dies zusammenbricht, dann bricht auch das zusammen, was in den Medien immer Realwirtschaft genannt wird, die warenproduzierende Industrie und der Dienstleistungssektor, weil fast alles, also Pi mal Daumen 90%, was an Investitionen getätigt wird zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, zur Rationalisierung und auch was Fusionen betrifft, durch Kredite finanziert wird.
Und dann kommt die Krise am Ende in der Wirtschaft an, was im Moment gerade offenbar der Fall ist. Und dann haben wir ja so etwas Faszinierendes, finde ich jedenfalls, am Ende des letzten Jahres gehabt, wirklich faszinierend, dass wir sonst immer gelernt haben, in den Medien und von der Politik, in der Wirtschaft ist Psychologie 50% des Problems. Und deshalb wurde bisher immer doch recht optimistisch, man könnte fast sagen pathologisch optimistisch, über ökonomische Dinge geredet. Und seit Ende letzten Jahres übertreffen sich die Bundeskanzlerin und die Wirtschaftsforschungsinstitute im Pessimismus. Es ist ja geradezu ein Wettlauf, wie die Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen wird. Also man hat den Eindruck, wer bietet mehr? Also 8% minus war, glaube ich, das Höchstgebot bisher. In diesem Sinne könnte man sagen, das trägt ja sicherlich nicht zu dem bei, was man bisher immer so praktiziert hat. Das ist jedenfalls ein erstaunlicher Vorgang. Die Reaktion auf diese Krise ist jetzt, die Zentralbanken können es nicht mehr richten nach dem Ende von Bretton Woods. Wir können das sehen daran, dass die US-Notenbank jetzt den Leitzins gesenkt hat im Dezember auf 0% bis 1/4%, so etwas hat es noch nie gegeben. Und die Europäische Zentralbank ja heute nachgezogen hat und hat jedenfalls bietet ja im Moment 2,5%. Das ist ja auch sehr wenig. Und die US-Notenbank hat noch 200 Milliarden US-Dollar geboten, um faule Kredite aufzukaufen und gegen gute Staatsschuldverschreibungen einzutauschen. Und den ganzen Sektor zu retten. Ob der auf diese Weise zu retten ist, kann man dahingestellt sein, dass jedenfalls die Erfolge, was Notenbankinterventionen bisher betrifft, waren, würde ich beinahe sagen, Strohfeuer. Am nächsten Tag sind die Aktienkurse hochgegangen und am übernächsten Tag waren sie wieder da, wo sie vorher auch waren. Also das war es nicht. Die Notenbanken sind nicht mehr die Bank der Geschäftsbanken, über die sich diese Banken refinanzieren. Es ist jetzt der Staat. Und es trifft das zu, was ich, denke ich, vorhin irgendwie habe plausibel machen können, dass der Staatsinterventionismus zwischen 1929-33 und 1973-79 versucht hat, Wirtschaftskrisen durch defizitäre Finanzierung der öffentlichen und privaten Nachfrage, also Krisen, zu vermeiden. Und diese Krisen unter Keynesianismus und der New Deal-Politik galten immer als partielle Krisen. Nie hat jemand in den USA oder in England oder in Frankreich unter der Planification daran gedacht, dass die Rationalität des Ganzen kippt. Deshalb hat man nur immer gesagt, es seien partielle Krisen und man müsse, weil dort Produktion und Konsum stellenweise auseinanderliefen, durch Staatsintervention das irgendwie in Harmonie setzen und dann liefe das schon wieder. Deshalb ging es immer im Staatsinterventionismus nur um die Beseitigung partieller Krisen. Womit es der Neoliberalismus gewissermaßen per Definition zu tun hat, ist, dass der Staat die Krise insgesamt und nicht nur in einzelnen Sektoren zu erkennen und zu überwinden hat, unter der Voraussetzung, dass er per Definition genau Einsicht in das Gesamte gar nicht haben kann. Und deshalb tritt hier der Staat auf, als die Institution, die den Wettbewerb, die von Hayek sogenannte spontane Ordnung des Ganzen konstituiert, also die Wirtschaft insgesamt und nicht nur Teile davon trägt und deshalb auch für allgemeine Krisen, wenn sie dann irgendwie so registriert werden, von Begreifen wollen wir ja nicht reden, in irgendeiner Form in den Griff kriegen möchte. Und da es um einen Krisenbewusstsein insgesamt nicht geht. Und der Neoliberalismus sagt, wir können ja nicht das Ganze erkennen, wir können es nur versuchen. Und man beantwortet das immer mit dem österreich-englischen Sozialphilosophen Karl Raimund Popper so, dass man sagt, Versuch und Irrtum. Wir versuchen es mal, wenn wir uns geirrt haben, versuchen wir es neu. Und wenn es geklappt hat, dann wissen wir, wie es geht. Und dann können es andere nachmachen. Also es ist ein Trial-and-Error-System und man versucht es. Und zwar in einer Größenordnung, wie wir jetzt sehen,
die eigentlich unfassbar ist, wenn man vorherige Debatten über Kindergelderhöhung oder Hartz IV anguckt. Also wenn es da darum geht, Hartz IV um 10 Euro zu erhöhen und es gesagt wurde, oh, das kostet so viel, das ist viel zu teuer und jetzt das Finanzmarkt, Sonderfonds, Finanzmarktstabilisierungsprogramm der Bundesregierung, 480 Milliarden Euro. Die Vereinigten Staaten, 700 Milliarden US-Dollar plus Konjunkturprogramm. Nun haben wir ja in der Zwischenzeit auch zwei Konjunkturprogramme insgesamt. Das zweite muss ja noch verabschiedet werden von 60 Milliarden Euro. Nun fragt man sich, wo bleibt das dritte und vierte? Eine Wirtschaft insgesamt zu stabilisieren, das ist schon mit Steuermitteln. Ist ja schon eine ganz andere Geschichte, als wenn man nur sagt, wir helfen mal der Automobilbranche aus der Krise. Es geht jetzt um die Wirtschaft als Ganze. Und da redet man gemeinhin bei Nationalökonomien wie der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten um Billionen Euro oder Dollar und nicht um 10 oder 100 Milliarden. Also das ist das eine. Also dieser Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, den haben wir nur in Deutschland. Die USA haben, wie gesagt, etwas Ähnliches mit ihrer 700 Milliarden Dollar Investition oder ihrem Fonds. Jedenfalls wird hier, das haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, mit diesem SOFIN, mit diesem Sonderfonds dreierlei gemacht, dass man einmal Risiken von Geschäftsbanken übernimmt, indem man faule Kredite in gute Staatsschuldverschreibungen verwandelt, dass man dann auch stille Einlagen hat bei den Geschäftsbanken und dass man auch die Risikoübernahme eigentlich bei der Rekapitalisierung von Geschäftsbanken übernimmt. Also das Letztere, was ich genannt habe, in der Größenordnung von 400 Milliarden, und das andere in der Größenordnung von 80 Milliarden Euro, das sind ja ungeheure Summen. Das übertrifft ja den deutschen Staatshaushalt schon ganz erheblich. Und das Grundgesetz also dürfte damit auch ziemlich verletzt sein, weil die Neuverschuldung ja die öffentlichen Investitionsausgaben ja gar nicht übertreffen darf, jedenfalls nach dem Grundgesetz. Also das ist das, was hier gemacht wird. Auf regionaler Ebene haben wir dasselbe. Also in den ASEAN-Staaten oder auf der Ebene der EU. Auf nationaler Ebene macht dasselbe, was Deutschland und die Vereinigten Staaten machen, machen alle Länder, die zur OECD gehören. China macht das ja auch, um den dann niederliegenden Binnenmarkt anzukurbeln. Das ist im Übrigen auch ganz interessant, weil das schon dadurch deutlich wird, auf welchen Ausbeutungsstrukturen der chinesische Export beruht. Und das Ganze dann auf globaler Ebene, das haben wir nun auch kennengelernt, der 15. November 2008, Washington G20-Treffen. Und da wurde dann ja die neoliberale Krisendiagnose getroffen und umgesetzt. Und es soll dann ja Anfang April in London die Folgekonferenz stattfinden. Im Prinzip sind die Dinge, die dort verabredet worden sind, unter zweierlei Strategien zu subsumieren. Das eine hat der englische Premierminister Gordon Brown angegeben. Wir brauchen ein Bretton Woods Abkommen 2. Und zwar mit der Begründung, ganz einfach, der Abbau des keynesianischen Sozialstaates, die sogenannte Deregulierung, fordert gleichzeitig eine Re-Regulierung, das heißt eine regulative Einsetzung des Wettbewerbs. Sonst wird es ihn ja gar nicht geben, den Wettbewerb. Und dafür brauchen wir den Internationalen Währungsfonds. Ich kürze das jetzt mal sehr ab. Das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher machen, wenn Interesse besteht. Den Internationalen Währungsfonds, der insbesondere im Finanzsektor eine Bankenaufsicht und Regulierung durchsetzen soll, sodass den gierigen Bankmanagern in dieser Weise Wirtschaftsethik vermittelt wird. Das Zweite ist, was die Gier betrifft, dass also hier nicht nur eine gewissermaßen globale Administration, Wirtschaftsadministration, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat, anvisiert wird. Das Ganze, könnte man grob sagen, geht in Richtung, was die Institution betrifft, einer Weltzentralbank. Aber wenn es sie denn geben würde, müsste es auch ein Weltgeld geben, was man gemeinhin in Analogie zum Euro immer als Globo im Moment in den Feuilletons hat.
Davon sind wir aber weit entfernt und dazu wird es voraussichtlich auch gar nicht kommen. Und der zweite Punkt ist eben der, dass man individualisiert, also diese Wirtschaftsethik im Bereich der Aktiengesellschaften, insbesondere der Banken, dann dort verankern will, sodass durch dieses Doppelte, nämlich der globalen Administration zur Sicherung des globalen Wettbewerbs, was weder WTO können, noch IWF, noch Weltbank können, dafür gibt es gar keine Institution, an eventuell Bretton Woods II-Abkommen anvisiert wird, also Global Governance nennt man das ja im Moment. Und das zweite ist der Individualismus, dem analog, nämlich die Wirtschaftsethik der Einzelnen zu stärken. Im Moment sind die faulen Arbeitslosen nicht das Thema, sondern eben, wie gesagt, die gierigen Bankmanager, aber das wird sich demnächst schon wieder umkehren, wenn das Ganze finanziert werden soll. Und die grundlegende Annahme bei der ganzen Geschichte muss ja sein, dass durch diese Regulierung, wo man grob sagen kann, private Verschuldung, faule Kredite werden in öffentliche Verschuldung transformiert. Das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn man glaubt, wenn der Staat in dieser Form interveniert, dann funktioniert das krisenfrei. Wehe, wenn nicht. Also wenn diese Krisen strukturell wären und sie jetzt nur durch die Staatsintervention auf den Staat verlagert werden, dann haben wir nur eine weitere Krisendimension, aber nicht das Ende der Krise. Also die Grundannahme ist die, dass, obwohl man keine Einsicht ins Ganze hat, dieses Ganze doch wunderbarerweise, der Neoliberalismus sagt, das ist ein Glaubensbekenntnis, dass man fest daran glauben soll, dass, wenn es so funktioniert, wie die ökonomischen Modellannahmen dies sagen, dass es dann krisenfrei funktioniert. Zu beweisen ist das nicht. Jedenfalls nicht im Vorhinein, sondern nur, wenn es geklappt hat. Aber dann ist es eine Tautologie. Man könnte nun noch einiges dazu sagen, dass es sich bei dieser Krise in vieler Hinsicht um eine Überproduktionskrise von Kapital handelt. Die Feuilletons drücken das immer so aus. Ich versuche hier gerade Zeit zu schinden, indem ich die Blätter mal zusammenhefte und daneben lege. Also man könnte sagen, das ist eine Überproduktionskrise, weil seit es Kapitalismus gibt, dieser immer dadurch definiert wird, dass Geld in Geld verwandelt wird, und zwar in mehr Geld, dass man investiert, um mehr zu haben. Marx hat deshalb gesagt, das ist das System der Plusmacherei. Dass jemand, wenn er durch Handel oder das, was Luther mal Wucher genannt hat, Geld in mehr Geld verwandelt hat, dies nicht konsumiert, das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Er soll es auch nicht als Schatz aufhäufen, das ist immer noch kein Kapitalismus, sondern reinvestieren, um den Gewinn, den er gemacht hat, wieder in Kapital zu verwandeln und so fort ad infinitum. Und in dieser Form ist alles, was sich nicht verwerten lässt als Kapital, eben kein Kapital mehr und überproduziert und wird deshalb entwertet. Wenn in dieser Form im Moment Entwertungen stattfinden, in einer Größenordnung, von der der internationale Währungsfonds, der zum Pessimismus eigentlich nicht neigt, was die Marktwirtschaft betrifft, im Oktober letzten Jahres sagt, es wird sich wohl um ungefähr weltweit 2 Billionen US-Dollar handeln. Und das Weltbruttoinlandsprodukt beträgt, das weiß ich jetzt natürlich nicht für 2008, aber ich schätze mal so irgendwo bei 45 bis 50 Billionen US-Dollar liegen. Dann ist das ein ganz erheblicher Teil, der hier entwertet ist, und es ist eine gewaltige Zerstörung von Kapitalien. Und wenn diese Kapitalien nicht nur virtuell vorhanden sind, sondern auch noch in Form von Gebrauchswerten, ist es auch eine gewaltige Zerstörung von Gebrauchswerten und im Übrigen auch von dem, was die Ökonomen so Humankapital nennen, also Menschen. In diesem Sinne ist diese Krise vielleicht als Überproduktionskrise zu verstehen. Und das Interessante ist, dass sich da zwei Kreise schließen. Der eine Kreis wäre anzugeben als der, der von der Krise des Weltwährungssystems von Bretton Woods ausgeht und von der Krise des Finanzsektors ausgeht, in der Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Weltwirtschaftskrise nach sich gezogen hat und jetzt wieder bei einer Krise des Weltfinanzsystems ankommt. Die zweite Möglichkeit, einen Kreis zu erkennen oder gleich mehrere,
ist daran zu sehen, dass diese Weltfinanzkrise und Weltwährungskrise um 1970-75 darauf beruhte, dass die Vereinigten Staaten weit mehr Waren importiert als exportiert haben und dieser Krise deshalb schon eine Wirtschaftskrise der USA und in dem Sinne auch eine Weltwirtschaftskrise zugrunde lag, weil der US-Dollar als nationale Währung gleichzeitig Weltgeld war und deshalb Krisen in den Vereinigten Staaten unmittelbar auch Weltwirtschaftskrisen gewesen sind, jedenfalls was die damalige westliche Welt betraf. Nun habe ich vorhin gesagt, was den zweiten Kreis betrifft jetzt, dass in den bisherigen Feuilletons, die ich so gelesen habe, immer gesagt wird, es ist eine Hypothekenkrise allenfalls. Manchmal kommt noch dazu die Krise der Versicherung von Krediten an Unternehmen und dass in der Regel nicht gefragt wird, warum die Banken diesen Unsinn gemacht haben. Nun kommt man eigentlich ganz gut sehen, dass es da vielleicht einen gewissen ökonomischen Zwang oder jedenfalls eine bestimmte Rationalität schon gegeben hat. Also wenn man sich den Verlauf der Wachstumsraten der Nationalökonomien der OECD-Staaten anguckt, dann sieht man, dass die Welt, die ökonomische Welt, die Welt des Kapitals ab 75 nicht mehr so war wie vorher. Nämlich, dass die Wirtschaftswachstumsraten der Nationalökonomien der OECD-Staaten seit Mitte der 70er Jahre drastisch gefallen sind und zunehmend gegen, wenn man die Vereinigten Staaten mal ausnimmt, die ja in mancher Hinsicht nicht so vollständig durchkapitalisiert sind wie manche westeuropäischen Staaten, die sich dann langsam in die Richtung von Wachstumsraten von 1-2% bewegen. Um das mal sehr deutlich zu machen, als man in der Bundesrepublik oder England oder Italien oder Frankreich in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts oder 60er Jahren vom Wirtschaftswunder geredet hat, hatte man Wachstumsraten in den 50er Jahren von 7-8% plus und in den 60er Jahren von 5-6% plus. Und in den 80er Jahren war man froh, wenn man 2,5% plus hatte und heute ist das eine Hochkonjunktur. Also wenn gesagt wird, 2007 hatten wir, 2,3 oder 2,6%, habe ich jetzt vergessen, im letzten Jahr 1,3%, 2,5% sind heute schon ganz gut. Das war vor 30, 40 Jahren eine Krise. Und was solche Entwicklungen auf der Ebene der Unternehmen betrifft, so sagen Wirtschaftshistoriker, dass in den OECD-Staaten seit 1960 etwa die Kapitalprofitabilität in den Unternehmen gefallen ist. Das heißt, dass die Gewinne, die man erzielt hat, gemessen am investierten Kapital, relativ gesunken sind. Man hatte immer noch Gewinne, aber das Verhältnis Marktprofitrate ist gefallen. Und nun gab es durchaus 2-3 Strategien in den Unternehmen und in den Nationalökonomien der OECD-Staaten, dies aufzuhalten. Neue Technologien, die versprochen hatten, die endlichen Ressourcen dieser Welt unendlich zu machen und die Unendlichkeit der Kapitalakkumulation zu sichern. Das war Biotechnologie, das war die Informationstechnologie und das war die Reaktortechnologie. Das hat man eine gewisse Zeit realisiert, aber der Verfall der Wachstumsraten und der Profitabilität ist dadurch nicht wesentlich aufgehalten worden. Dann haben wir im Bereich der Arbeitsorganisation das Ende des Fordismus gehabt. Das Ende der Arbeitsteilung in der Großindustrie, die Abflachung der Hierarchien, neue Arbeitsorganisationen. Man hat entdeckt, der Arbeiter hat einen Kopf und kann auch kommunikativ handeln. Das ist schön, human und vor allen Dingen billig. Das war aber auch nicht die Lösung der Geschichte. Und das Problem wird dann seit Mitte der 90er Jahre zunehmend zunächst auf den Börsen gelöst, wo ein Unternehmen nicht dann abgestraft wird, wenn es Gewinne macht, sondern wenn es Gewinne macht, die niedriger sind als die Gewinnerwartungen. Das ist schon fast wie ein Verlust. Und in diesem Sinne ist der einzige Ausweg gewesen, nachdem man die Produktivkräfte versucht hat zu rationalisieren durch neue Technologien und durch neue Formen von Arbeitsorganisationen, dort zu investieren, wo noch nennenswert Profitraten zu erzielen waren. Und deshalb und nicht aus Gier, denke ich, haben die Banken dort investiert, wo die Verzinsung, die Kapitalverzinsung relativ hoch war, nämlich in diesem fragwürdigen Sektor der Hypotheken und Versicherungen von Investitionen.
Zum Abschluss nochmal zurück. Ich schaffe die Stunde, merke ich. Zum Verhältnis von Krise und Kritik daran. Wir haben heute, und nicht erst heute, sondern seit gut 130, 150 Jahren, im Bereich der Möglichkeiten von theoretischer Kritik, das heißt eines Bewusstseins von Krisen, und im Bereich der praktischen Kritik, einer Revolutionierung im Sinne einer Befreiung der Menschen und ihres Zusammenlebens, das Problem, dass Karl Marx und Friedrich Engels am Vorabend der 48er-Revolution im 19. Jahrhundert ja noch sagen konnten, gut, wir haben eine bürgerliche Revolution, wir hoffen, dass eine proletarische als bald daraus hervorgeht. Kommunistisches Manifest ganz am Ende. Und als Marx die zweite Auflage vom Kapital geschrieben hat und publiziert hat, 1872, da kam die große Depression, die zum Imperialismus führte, 1873. Und da hat er das Nachwort zur Zweitauflage des Kapitals geschrieben. Und da steht am Ende, wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint, dass die im Anmarsch begriffene allgemeine Krise den Glückspilzen des neuen heiligen preußisch-deutschen Reiches schon Dialektik einpocken werde. Den Geist des Widerspruchs gegen die widersprechenden Verhältnisse. Nun ist die Revolution ja nicht da gewesen. Das wusste Marx natürlich 1872 auch. Es gab ja die Kommune kurz vorher, sondern es kam der Imperialismus mit seiner Apologie von Krieg, die in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Und als es die Krise von 1929-33 gab, haben am Vorabend Vertreter des sogenannten westlichen Marxismus gesagt, wir stehen vor einer historischen Alternative, aber man hat noch gehofft, sie geht gut aus. Katastrophe oder Revolution? Die Revolution war nicht da, es kam Auschwitz und der Grund dafür ist dann, ich bin ja vorhin so angekündigt worden, in der kritischen Theorie so reflektiert worden, dass nicht nur in der bürgerlichen Ideologie, sondern bürgerlichen Praxis mit dem Ende des Liberalismus auch die liberalen Utopien negiert, verleugnet, verhöhnt, verlacht, beiseite geschoben worden sind. Ewiger Friede, Freiheit aller Menschen, kosmopolitische Freiheit, Gleichheit aller Menschen, Adam Smith's Wealth of Nations, Gerechtigkeit und so weiter. Und der recht konservative deutsche Sozialwissenschaftler Max Weber hat deshalb auch gesagt, es wird sich noch zeigen, dass die deutsche Sozialdemokratie die Erbschaft des Bürgertums antritt. Das Bürgertum war schon selbst nichts mehr davon, von seinen eigenen Utopien. In diesem Sinne ist nicht erst seit heute, sondern schon seit 1929 und noch mehr seit 1873 hier an nichts anzuknüpfen, was Kant eben, wie ich vorhin anderen zitiert habe, eine vernunftgegründete Hoffnung genannt hat. Und man könnte theoretisch höchstens noch daran anknüpfen in der Form, wie ich es einleitend gesagt habe, dass dieser Neoliberalismus mit seiner ausdrücklichen Abkehr und Negation von allem, was Vernunft und Rationalismus ist, diesen Rationalismus aber immer noch braucht, um sich theoretisch zu legitimieren, diesen Rationalismus immer noch braucht, um das Dogma zu halten, dass es doch das Ganze gibt, aber nicht als das Wahre, als das Hegel es ausgesprochen hat, sondern als das Irrationale. Und dass dies auch praktisch sein muss, weil man die spontane Ordnung des Wettbewerbs als eine paradox, widersprüchlich würde ich eher sagen, künstlich naturwüchsige Veranstaltung inszeniert. So als sei es möglich, darauf beruft sich der Neoliberalismus auch immer, eine naturwüchsige Tradition administrativ wieder aufleben zu lassen. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Wettbewerb auch. Man versucht etwas, was niemand durchschaut, was seinen Gang der Tradition geht, den undurchschauten Gang, durch nicht nur nationalstaatliche Administrationen wieder aufleben zu lassen, sondern durch globale Administrationen, wenn man so will, eine Wirtschaftsgesamtverwaltung der Erde. Theoretisch lässt sich daran anknüpfen und auch einen Widerspruch benennen, weil immerhin diese alte Vernunft hier nicht vollständig vergessen ist, sondern in negierter Form noch vorhanden ist. Und der Neoliberalismus braucht sie in diesem Sinne auch. Was die praktische Kritik angeht, wäre die Aussicht weitaus düsterer. Eine praktische Kritik im Unterschied zur theoretischen ist immer vorwärtsgerichtet.
Es geht immer um das Handeln. Und Praxis heißt ja eigentlich nichts anderes als ein sittlich und moralisch geleitetes Handeln. Was unter der Frage steht, wenn man die beiden kantischen Fragen nehmen will, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Man konnte im 19. Jahrhundert eine solche Praxis eröffnen, weil der damalige kosmopolitische revolutionäre Liberalismus tatsächlich über sich hinaus wies. Der Neoliberalismus tut dies nicht. Und das macht die Aussicht für eine praktische Kritik im Moment so außerordentlich düster und belegt auf der anderen Seite auch, warum die theoretische Kritik an diesen Verhältnissen doch eher als eine etwas esoterische Erscheinung von Minderheiten, jedenfalls ohne die Leidenschaft des Kampfes um eine bessere Welt, betrachtet werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie haben eine gute Analyse gebracht. Wo ist die Antwort? Was machen? Kommt in einer Woche. Ja, komm, ich kann wieder. Kein Problem, aber. Also eine Alternative war ja diese Marktreformen. Also ich fasse das nochmal sehr kurz zusammen. Also die offizielle Krisendiagnose und Therapie ist einerseits individualistisch und bewegt sich auf der anderen Seite auf der Ebene der Herstellung eines globalen Wettbewerbs. Dass man sagt, also wir haben wohl Wettbewerbsbehörden, sagen wir mal von Deutschland aus, auf der Ebene des Bundeskartellamtes, wir haben die Europäische Kommission. Auf globaler Ebene haben wir so etwas nicht, wir haben wohl die WTO. Aber das ist keine Weltwettbewerbsbehörde, wir haben auch keine Weltzentralbank, das ist es nicht. So, und in diesem Sinne geht also die offizielle Ideologie in die Richtung, auf der einen Seite Krisendiagnose zu individualisieren, also Gier oder Faulheit oder ähnliches, jedenfalls Verletzung irgendeiner Art von Wirtschaftsethik, worin sie auch immer bestehen mag. Auf der anderen Seite stärkere Regulierung. Dann wird man weiterhin sagen, dass die Krisen, soweit sie bisher verursacht sind, immer noch Reste des alten Staatsinterventionismus sind. Wenn der mal erst überwunden wäre, dann. So, das wäre das eine. Das andere, was die Kritik betrifft, habe ich ja vorhin gesagt, habe ich so meine Zweifel, wie das möglich sein soll. Also auf der einen Seite gibt es ja das schöne Wort, dass wir heute nicht mehr, was die Theorie betrifft, in der wunderbaren Situation von Karl Marx sind, als er das Kapital geschrieben hat, dass er einen Liberalismus kritisieren können, der noch einen utopischen Gehalt hat. Das haben wir hier nicht mehr. Da ist an nichts anzuknüpfen. Und was die theoretische, den Verfall der theoretischen Kritik nach Marx betrifft, der ja keinen, also nicht subjektiven Denkdefiziten zu verdanken ist, sondern den gesellschaftlichen Entwicklungen, darüber braucht man vielleicht auch nicht so furchtbar lange reden. Also wenn man einfach die Geschichte des Marxismus nach Marx anguckt, ist das ja in vieler Hinsicht eine recht problematische Angelegenheit. Was die praktische Kritik betrifft, habe ich ja daran erinnert, dass nach der 48er Revolution ja noch jedenfalls auf kommunistischer und sozialistischer Seite gehofft wurde, dass die bürgerliche Revolution, weil sie mit Utopien schwanger geht, die über sie hinausweisen, dass daraus eine vielleicht in irgendeiner Form proletarische, emanzipatorische Befreiung, Revolution hervorgeht. Und dass dies dann wohl noch bis 1914 im Marxismus und in der Arbeiterbewegung auch teilweise gedacht wurde, in den 20er Jahren auch teilweise, nach 1933 nicht mehr. Wo ist die Lösung? Das haben wir ja alles schon gehört. Ja, ich sage Ihnen ja nur, dass ich könnte auch sagen, eine Lösung gibt es nicht. Gut. Ich finde nur entscheidend, was die Lösung betrifft. Wir kennen ja wahrscheinlich mehr oder weniger die Worte des Freud, des alten Freud, von der Wiederkehr des Verdrängten. Wenn man dies nicht aufklärt, dann wird sich diese konformistische Revolte in irgendeiner Form, in einer veränderten Form wiederholen. Und das, was der Neoliberalismus, was den ausmacht, was also die Perspektive ausmacht, ist ja, dass hier unterstellt wird, dass die Subjekte sich den Verhältnissen, weil sie nicht zu durchschauen sind, sich zunehmend anzupassen haben
und dass in irgendeiner Form eine autoritäre Revolte eher zu erwarten ist als eine Befreiung, weil es für die Befreiung überhaupt gar kein gesellschaftliches Potenzial gibt, nach meinem Dafürhalten. Und das macht auch eine Theorie gewissermaßen zahnlos, dass sie sich in diesem Bereich bewegt. Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo der Frühsozialismus oder der Marxismus sich als Moment einer revolutionären Praxis begreifen kann. Das wäre ja albern, sowas heute zu behaupten. So gesehen, das ist die einzige Antwort. Bitte. Ich glaube, ich spreche laut genug. Bin ich zu verstehen? Ja. Ich wollte an sich eine ähnliche Frage stellen, nur die hätte gelautet, wo ist die linke Gegenposition? Und Sie haben ja nun gesagt, es gibt keine Lösung. Das ist mir ein kleines bisschen wenig. Natürlich, also es kann nicht so sein, dass nun davon ausgegangen wird, die vernunftmäßige Erkenntnis komplexer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge sei restlos möglich. So kann die Antwort nicht lauten. Ich glaube, da ist der irrationale Faktor doch noch zu stark. Wir haben mit realen Menschen zu tun. Und reale Menschen sind nun mal, haben nun mal irrationale Anteile. Aber trotzdem, ich glaube, wir sollten nicht ganz darauf verzichten, nach Wegen zu suchen. Und da schlage ich als Lösung Ernst Bloch vor. Prinzip Hoffnung. Das Prinzip kann nicht sein Determination. Das würde restlose Berechenbarkeit voraussetzen, die es nicht gibt. Aber Utopie als regulatives Prinzip, als handlungsleitendes Prinzip. Ich glaube, das wäre eine linke Alternative. Da brauchte man nicht zu sagen, wir haben keine Lösung, sondern man könnte sagen, ob wir das jemals erreichen, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir mit Sicherheit, wenn wir nichts tun, dann geschieht bestimmt nichts. Meine Antwort wäre ganz einfach. Wo ist die Utopie? Wo ist sie? Also wenn wir uns nicht einfach hinsetzen und sagen, wir haben eine Utopie. Ich kann mich ja hinsetzen und mir vieles ausdenken. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was Sie und ich mir ausdenke, an schöner neuer Welt tatsächlich schöne neue Welt wird. Das meine ich nicht. Nee. Dann ist die Frage, also ob es noch eine gesellschaftliche Utopie gibt in dieser Gesellschaft, so wie es die Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat, die über die bestehende Gesellschaft hinaus führt. Also Ernst Bloch in allen Ehren und ein tolles Buch, aber das ist 1936, 37 weitgehend geschrieben, das ist eine andere Zeit. Wir leben heute in einer wirklich anderen Zeit. Und das, was Bloch zu der Zeit geschrieben hat, da gab es ja auch noch von anderer Seite im Marxismus auch noch die Idee, dass es noch eine Utopie geben könnte. Ich denke nur, bei den meisten Marxisten ab 1940, 42 etwa, setzt sich die Einsicht durch, dass über die Barbarei vorerst nichts hinausführt und dass die Alternative Freiheit oder Barbarei einseitig entschieden ist. Und danach, jedenfalls was die Geschichte der Bundesrepublik betrifft, ist das ja ein einziges Vergessen dessen, was man sich gesellschaftlich ohnehin nicht bewusst gemacht hat. Sodass also meine etwas laxe Frage, wo die Utopie sei, ja tatsächlich die Kernfrage ist, wo man sie herbekommt. Und ich habe ja vorhin hier versucht, einen Vorschlag zu machen. Ich habe ja nicht gesagt, es gibt gar keine. Ich habe ja nur gesagt, es gibt sie im Neoliberalismus, der sagt, es gibt keine. Das Ende der Utopien, das Ende der Geschichte ist bekommen. Können wir alles nachlesen. Und es gibt sie sehr wohl noch. Aber nicht mehr in der Form, in der wir sie im 19. Jahrhundert haben, wo man daran anknüpfen konnte, im Sinne einer Praxis, die immanent aus der Gesellschaft hinausführt, weil es in dieser Gesellschaft etwas gibt, was darüber hinausführt. Haben wir eine Gesellschaft, die dem eher entspricht, was Max Weber ein Gehäuse der Hörigkeit nennt, das kann ja so oder so aussehen, dann wird die Sache schwierig. Und das ist für den Marxismus der 20er, 30er, 40er Jahre das Problem gewesen. Wie ist selbst eine theoretische Kritik noch möglich? Nicht? Also wenn ich daran erinnere, vielleicht ist einigen von Ihnen oder in der ganzen Reihe war es, denen ist das ja geläufig, was ich mir erzähle, also die dann gesucht haben, ob es vielleicht eine Utopie noch gibt in der Freudschen Triebstruktur, also in Verbindung von Marx und Freud, also im Eros, im Glück, in der Utopie des Glücks oder ob das im Rekurs auf die jüdische Religion liegt,
im Gottesnamen, den man nicht aussprechen kann, was ja auch eine Utopie wäre, wo das Denken kein Identifizierender ist, oder ob es vielleicht in emanzipatorischen Gehalten der Kunst liegt oder Ähnlichem. Die Frage ist ja immer gewesen, wo ist das? Und man kann nicht einfach sagen, wir knüpfen an eine Utopie an. Man muss ja sagen, also wo ist die gesellschaftliche Substanz für eine Utopie, die Resistenz möglich macht? Und das war mal ein Vorschlag vorhin, dass man sagen kann, der Neoliberalismus verleugnet die Utopie, aber das ist das, was über ihn noch hinaus führt. Leider nur nicht gewissermaßen prospektiv, sondern nur retrospektiv. Weshalb ich denke, dass deshalb auch Theorie und Praxis zunehmend auseinanderfallen, dass also eine theoretische Aufklärung vielleicht noch möglich ist, aber nicht mehr im Kontext sich so sehen kann, eine Arbeiterbewegung, wie das, sagen wir mal, für den Bund der Kommunisten noch möglich war. Ich kann nicht sagen, dass die Utopie entsteht erst in dem Zusammenknall, Zusammenbruch, in dem Aufeinanderschreiben, wenn die konkrete Erfahrung mit der Theorie aufeinander zusammenkommt. Weil ja. Wir haben jetzt diese 50 Jahre oder 60 Jahre bestehende Benebelung, also das Auseinandertreffen der realen Erfahrungen und der abstrakten Theorien. Und ich glaube, das Zusammenführen von den konkreten Problemen durch die konkrete Erfahrung mit der Theorie, also in dem Augenblick des Zusammenbrechens, konnte dann nicht die Utopie entstehen. Das kann niemand ausschließen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, bedeutet, dass wenn eine Theorie in irgendeiner Form auf Befreiung ausgerichtet ist, sie immer in der Form der Aufklärung, das heißt rückwärts gerichtet ist. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass wenn man in irgendeiner Form von der Grundlage einer solchen Theorie aus Prognosen macht, man die Theorie eigentlich verrät, weil Prognosen nur möglich sind auf der Grundlage strukturell gleichbleibender Prozesse. Immer wenn dann. Deshalb ist es ja glücklicherweise so, dass Revolutionen sich auch dann einstellen, wenn man überhaupt nicht mit ihnen rechnet. Das ist ja der Sinn solcher Dinge. Und wenn man so will, liegt darin auch immer Hoffnung. Also niemand hätte bei einer ganzen Reihe von wirklich ganz wesentlichen Veränderungen, die in den letzten 20, 30 Jahren vonstatten gegangen sind, vorher gedacht, dass es sie gäbe. Also wenn wir an Deutschland denken, nicht, ich will ja nun nicht sagen, dass also da die Befreiung stattgefunden hat, aber immerhin, dass es da Aufstände gegeben hat, war schon ganz bemerkenswert. Ich habe jedenfalls das nicht geglaubt. Oder wenn man an das Ende der Apartheid denkt in Südafrika oder Ähnliches, was da rausgekommen ist, das ist natürlich auch problematisch. Aber dass überhaupt solche Veränderungen stattfinden und dass in diesen Veränderungen natürlich alte Strukturen mit reproduziert werden, ist ja auch keine Frage. Der Sprung in das Reich der Freiheit geht ja nicht von heute auf morgen. Aber dass so etwas überhaupt gar nicht auszuschließen ist, schon theoretisch nicht, deshalb, weil man immer nur in der Aufklärung versucht, etwas, was war, vergangene Widersprüche aufzuklären, um einer besseren Zukunft willen, damit diese vergangenen Widersprüche nicht Macht über die Hirne und Macht über die Praxis behalten. Das ist ja der Sinn. Aber genau deshalb weiß man auch nicht, das, was Sie sagen, das ist ja das Hoffnungsprinzip eigentlich und auch logischerweise so, dass strukturelle Veränderungen sich eben nicht vorhersagen lassen. Wir wissen alle nicht, in welcher Welt wir leben in einem Jahr, nicht? Und vielleicht auch ganz gut so. Aber es ist logisch ausgeschlossen. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage bezieht sich darauf, dass ich jetzt so, was ich gerade von Ihnen gehört habe oder was ich auch von Michael Heinrich kenne, ist ja durchaus möglich ist, dass was von den Neoliberalen als irrational bezeichnet wird, da eine Trennung von Wesen und Erscheinungen vorzunehmen. Also so verworren das heutzutage irgendwie ist, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, dass das jetzt irgendwie nicht mehr von dem größeren Teil der Gesellschaft gesehen wird und wahrscheinlich auch nicht gesehen wurde, als der Liberalismus noch im Gehen war. Ja gut, aber man kann ja trotzdem hier auch erkennen, wie etwas wirkt und wie sich etwas zeigt und welche Mechanismen dahinter sind. Und mit dem Kommentar will ich einfach nochmal darauf hinweisen, ob nicht dieses Moment von der Irrationalität zu sprechen im Neoliberalismus das Ganze nicht noch mehr
vernebelt. Wir reden von Geld. Darf ich kurz zu Ende reden? Na sicher. Mir fehlt genau. Der Bezug. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, was Sie ausgeführt haben, dass im Prinzip mit dem Niedergang des Liberalismus so liberale Utopien untergegangen sind und man da das Moment vermuten könnte, gut, Brüchigkeiten in der Art und Weise, wie Gesellschaft als kapitalistische formuliert, funktioniert vielmehr, werden dadurch gelöst, dass man sich an den Staat wendet und eben nicht dieses Moment irgendwie von Leid oder von nicht identischem, was da zum Tragen kommt, das durcharbeitet, wie es die Psychoanalyse fordern würde, auf die Sie ja gerade verwiesen haben, sondern stattdessen dem Prinzip folgt, das Leid so gering wie möglich zu halten. Wir passen uns an, stumpfen ab, fragen das System weiter und fügen uns in den autoritären Staat ein. Habe ich das richtig verstanden, Ihre These? Also, dass es so ein psychologisches Moment wäre, was sich durchgesetzt hat? Also, ich versuche mal, in der Hoffnung, dass es eine Antwort ist auf Ihre Frage. Also das, was ich dazu gesagt habe, zu diesen beiden Dingen, ist nicht das, was ich denke, sondern das, was der Neoliberalismus sagt, und zwar in Gestalt und Person des ersten Theoretikers dieser Doktrin, nämlich Herrn Hayek. Und Herr Hayek sagt, also hat diese These, dass von der französischen Revolution und dem französischen Rationalismus über den Sozialismus, Kommunismus und den Keynesianismus eine Linie führt zum Nationalsozialismus. Also der Weg in die Knechtschaft, da kann man das nachlesen. Und deshalb nennt er seine Doktrin, das mache nicht ich, sondern das sagt er selber. Er hat eine ganze Zeit bis in die 50er Jahre gesagt, meine Doktrin ist, dass das Ganze, das Irrationale ist Irrationalismus. Dann ist ihm das Ganze aber etwas schwierig geworden, weil als Wissenschaftler den Irrationalismus zu predigen, ist natürlich eine zweifelhafte Sache. Und dann hat er gesagt, also meine Doktrin ist antirationalistisch, gegen jeden Rationalismus. Was das Zweite betrifft, was Sie gesagt haben, das ist auch nicht das, was ich denke, sondern was Hayek sagt. Und der Hayek sagt, also weil da ja gar nichts bleibt. Also wir haben keine Einsicht, antirationalistisch. Und jetzt benutze ich mal seine Terminologie. Also dieses antirationalistische soll heißen, dass es mal ganz lange, 2000 Jahre, eine Tradition gegeben hat. Die hat sich tradiert und tradiert und niemand hat was dran gemacht, sondern man hat das so tradiert. Wir hatten auch nie eine Einsicht und dann kam der Sündenfall, also das ist René Descartes und Jean-Jacques Rousseau und die haben gesagt, die Vernunft und die Revolution und der Mensch soll die Vernunft verwirklichen. Und dann kam alles Mögliche und dann kam auch die Labour-Regierung in England, er war ja ganz lange in London 1948 und hat da sozialistische Experimente gemacht und dann war er ja auch in London zu einer Zeit, als deutsche Immigranten nach London kamen, vorzüglich Juden, denen er dann noch nachgerufen hat, dass sie diesen Rationalismus nach England bringen, vor dem sie eigentlich fliehen, weil der Rationalismus sei ja eigentlich der Nationalsozialismus und jetzt brächten sie den noch nach England, weshalb man sich vor diesen Juden auch sehr in Acht nehmen sollte und sie am besten außer Landes weisen sollte. Wohin hat er nun nicht gesagt, aber große Vorsicht sei da geboten vor diesen deutschen Juden. Und was angesichts dessen bliebe, sah eigentlich nur nach dieser Epoche des Rationalismus, nach diesen, wie viel sind es dann, 150 Jahre, die alte Tradition wiederherzustellen. Nun ist es eine problematische Angelegenheit, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich eine ganz paradoxe Geschichte. Man soll etwas, was der Mensch nicht gemacht hat, so herstellen, als hätte er es nicht gemacht. Also man soll es produzieren, bewusst, unbewusst sein. Und da kann man sich nur anpassen. Und die Freiheit des Menschen bestünde darin, in einem, Zitat, freiwilligen Konformismus, sich diesen Mächten anzupassen. Wenn Sie die Weltbankberichte lesen, jetzt nehme ich mal nicht Hayek, sondern da, wo das realisiert wird, also UNDP oder Weltbank, in ihren Berichten, wenn sie Globalisierung haben, dann sagen die immer, es gibt gewaltige Kräfte auf dieser Welt. Das ist die Globalisierung und die entsprechende Individualisierung. Und der Nationalstaat wird dazwischen irgendwie aufgerieben.
Und die Kräfte sind da, so, und was macht man jetzt? Also Anpassung A und die UNDP, das UN-Programm für Entwicklung, sagt, man könnte versuchen, die zu zügeln. Das ist irgendwie so, als hätte man da ein Pferdefuhrwerk, da sind zwei Pferde, Individualisierung links, Globalisierung rechts, und jetzt fängt man an, die zu zügeln. Er hat aber nicht gesagt, also wir spannen die Pferde ab und schießen die sonst wohin, sondern wir können nur versuchen, die in die richtige Richtung zu lenken, aber ändern kann man daran mal nichts. Das heißt, diese menschliche Freiheit besteht A, darin, dass es eine freie Gesellschaft nicht gibt, sondern nur die Freiheit des Einzelnen, und B, dass die Freiheit des Einzelnen in einer seiner intelligenten Anpassung an die global irrationalen und undurchschaubaren Mächte besteht. Punkt. Soweit, das ist alles nicht von mir. Ich hätte es Ihnen auch vorlesen können. War das eine Antwort? Bedingt. Das habe ich befürchtet. Vielleicht können Sie ja mal eine Antwort darauf versuchen, was aus Ihrer Sicht dazu geführt hat, dass eben diese Bewegung mit Utopiecharakter dann durch das Ende des Liberalismus auch verloren gegangen sind. Und wieso denn jetzt heute in der Krise dann niemand mehr irgendwas tut und sich dem, was da so unbewusst, wie auch immer man jetzt unbewusst verstehen mag, vor sich hin wuselt. Also sehr kurz, aber das wird ganz unbefriedigend. Also nach meinem Dafürhalten gibt es zwei Linien, die man da sich zu erklären hätte. Weil man muss ja verstehen, dass das, was Gegenwart ist, kann man ja nur verstehen, wenn man weiß, wie es geworden ist. Sonst versteht man sie ja nicht. Und da gibt es zwei Entwicklungslinien. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie können es mal nachlesen. Also die eine Entwicklungslinie wäre die, die gewissermaßen dem kapitalistischen Fortschritt im 19. und 20. Jahrhundert folgt. Und danach könnte man sagen, dass mit dem Übergang vom Liberalismus zum Imperialismus die Sphäre, an der sich die bürgerlichen Utopien gebildet haben, des freien Warentausches, des Tausches gleicher Werte, zerstört sind und an dessen Stelle mehr monopolistische, oligopolistische Strukturen getreten sind und die Zirkulation zerstört worden ist. Und dass aufgrund dieser Zerstörung die mit dieser Zirkulation verbundenen Utopien auch zerstört worden sind und diese Monopole und Oligopole im Zusammenhang mit dem imperialen Staat angefangen haben, Produktion und Absatz zu planen, zu organisieren und so weiter in einer Form, dass Herr Friedrich Engels gesagt hat, wir stehen ja eigentlich kurz davor, dass wir Sozialismus als verwaltete Welt haben. Es käme nur noch auf den kleinen Schritt darauf an, den letzten Rest an Anarchie des Kapitalismus zu beseitigen durch die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das kann man so nachlesen in seinem Text über Verwandlung von des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Und dann ist da die einzige Utopie, die sozialistische Utopie, nicht mehr der Verein freier Menschen, sondern das, was Horkheimer nachher verwaltete Welt nennt. Also die Beherrschung der Natur in und außer uns durch, hieß es mal, vernünftigen Entschluss. Also die Bürokratisierung auf der einen Seite der gesellschaftlichen Welt mit Naturbeherrschung auf der anderen Seite, und dann führt das Ganze in eine naturgesetzliche gesellschaftliche Welt, und dann ist es nur noch ein Schritt zu sagen, den der Neoliberalismus macht. Die Grundlage dieser gesellschaftlichen Naturgesetze sind nichts anderes als Normen, die irrational tradiert sind, also ein Sinn, der der Kausalerklärung zugrunde liegt. Das Zweite, also ich habe ja gesagt, die Antwort ist ein bisschen problematisch. Die zweite Möglichkeit ist die zu sagen, gucken Sie einfach in die Werke von Hayek rein, und dann, wenn Sie auf die Fußnoten gucken, dann sehen Sie, der macht zweierlei Sachen. Entweder zitiert er sich selber, oder er zitiert vorzüglich, also wenn er jemanden zustimmend zitiert er Autoren aus der deutschen Gegenaufklärung aus der Zeit des Wiener Kongresses, nämlich genau 1815. Und da gab es Anfänge der einer Entwicklung einer deutschen Identität in Abgrenzung gegen den französischen Rationalismus,
in Form der Republik, Rousseau in Deutschland Kant. Für Kant hat Hayek gar nichts übrig, wegen des ewigen Friedens und der Vernunft. Und eine Abkehr in dieser Richtung gegen den französischen Rationalismus und gegen den englischen Rationalismus in Form des Industriekapitalismus. Und dann hat sich daraus entwickelt die Idee, dass die Deutschen, weil ihnen diese rationalistische Freiheit durch napoleonische Armeen gebracht worden sind, sich von diesem Kosmopolitismus, der Imperialauftritt, nur befreien könnten, wenn sie eine eigene Volksidentität aufstellen würden, die sich auf Blut, Boden und unbewusste Tradition stützt. Und das ist besonders der letzte Punkt. Blut und Boden ist ja, das weiß auch Hayek, eine heikle Geschichte. Aber mit der bewusstlosen Tradition in der Sprache, in den Werten und so weiter, das zitiert er immer. Und das ist deutsche Gegenaufklärung. Man findet dasselbe auch in England in den Debatten über die französische Revolution zwischen Burke und Paine. Da wird das auch so formuliert. Und da hat man eine Gegenaufklärung, also eine Anti-Vernunft-Bewegung, und darauf stützt sich der Neoliberalismus zweitens. Und wenn man diese beiden Entwicklungslinien hat, dann, das ist übrigens interessant noch, das füge ich nochmal an, dann kann man im Übrigen sehen, eine Entwicklung, die von diesem nationalen Liberalismus in Deutschland dann führt, in die deutsche Volksidentität und auch in die Verherrlichung des Ersten Weltkrieges. Da kann man also fantastisch grauenvolle Texte herausragender deutscher Sozialwissenschaftler sehen, die immer diesen deutschen Irrationalismus gegen den englischen Rationalismus, es gibt da so ein schönes Buch von Werner Sombart, Händler und Helden, die Händler sind die Engländer und die Helden sind die Deutschen, weil sie irrationalistisch sind und eine Volksidentität haben. Und das ist die Traditionslinie dieses Neoliberalismus. Das ist eine außerordentlich interessante Sache. Also wer Lust hat, ich mache das im Sommersemester an der Uni. Aber da habe ich dann 14 Vorlesungen Zeit. Aber das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Wenn man wissen will, warum die Welt heute so ist und was dieser Irrationalismus bedeutet, also in all seiner gesellschaftlichen Brutalität und Destruktivität, ist das eine Geschichte, die ist grauenvoll. Obwohl sie auftritt bei Hayek als Kritik am Nationalsozialismus, denke ich, ist dort das Freudsche Wort von der Wiederkehr des Verdrängten also selten so treffend wie in diesem Fall. Ich hätte noch eine Frage nach der Möglichkeit von Kritik heute. Ihr Ausgangspunkt ist zu sagen, dass es bei Marx so ist und dass Marx im Zeitalter des Liberalismus die Widersprüche der liberalen Theorien, der liberalen Ideologien aufweist. Und damit zum einen, also das ist die Theorie von Marx, und zum anderen verbunden ist damit auch eine praktische Perspektive der Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft. Heute haben Sie dargelegt, ist das anders im Zeitalter neoliberaler Ideologie. Und die Frage, die ich hätte, wäre, was ist der Unterschied? Marx hat im 19. Jahrhundert nicht gesagt, wir müssen anknüpfend an die Verhältnisse, wie sie sind, dieses und jenes tun, sondern er sagt, es kommt der proletarische Umsturz und dann wird alles besser. Mit der abstrakten Idee eines Vereins freier Menschen. Und mir ist nicht ganz klar, warum angesichts gewandelter gesellschaftlicher Verhältnisse das heute nicht mehr möglich sein soll. In praktischer Hinsicht stimme ich Ihnen zu, es sieht nicht danach aus. Also es gibt keinen praktischen Anknüpfungspunkt, sagen können, wir zeigen jetzt mal den Neoliberalen, dass sie eigentlich das Gleiche wollen, nämlich den Verein freier Menschen. Das sieht schon, da stimme ich Ihnen zu, dass die Perspektive ist schlecht, aber in theoretischer Hinsicht, was hindert daran anzuknüpfen, an einer Idee von Freiheit beispielsweise, ich will es jetzt nicht näher ausführen, müsste man tun, aber anzuknüpfen und zu sagen, das ist auch heute die Grundlage meiner Kritik und ich versuche, ich denke, das ist das Einzige, was man als Linker tun kann. Versuche, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und dann ist es mir persönlich, also für meinen auch kritischen Standpunkt, ist es nicht entscheidend, dass die neoliberale Ideologie etwas anderes sagt. Also ich hoffe, Sie verstehen, in welche Richtung ich will. Ich sehe Ihren, also mir leuchtet Ihre Verzweiflung auch hinsichtlich des theoretischen Standpunkts nicht ein. In praktischer Hinsicht stimme ich zu, aber in theoretischer leuchtet es mir nicht ein. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Ich versuche es mal, ich mache es mal, also erstmal auf einer sehr schlichten Ebene. Wenn im 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung das damalige Selbstverständnis ist und nicht nur das von schottischen Moralphilosophen, sondern gewissermaßen das Alltagsbewusstsein.
Also der gesellschaftliche Reichtum wird durch Arbeit erzeugt. Entsprang es für halbwegs aufgeklärte, das heißt organisierte Arbeiter schon in die Augen, dass sie ihr eigenes Elend reproduzieren und der Reichtum nicht ihrer ist. Daran konnte man immerhin anknüpfen und der Frühsozialismus hat das ja auch so gemacht. Wenn Sie heute im Neoliberalismus sagen, woran kann ich da anknüpfen, dann bin nicht allein die Antwort hier, dass es etwas schwierig wird. Also zu erklären, wo, wie, durch welche Genese dieses Neoliberalismus dort noch ein transzendierendes Moment ist, wenn man Adam Smith gelesen hat oder Immanuel Kant, hinter dessen Sarg ja immerhin viele Leute hinterhergelaufen sind. Also das ist ja nicht nur so, dass das also eine intellektuellen Ideologie war, sondern eine Alltagsideologie, dann war dort etwas, was über die Verhältnisse hinausgeführt hat. Und wo man von der Theorie her auch, man hat ja gesehen, wie viel Arbeit Marx hatte, so leicht war das ja nun nicht, aber immerhin das vorhanden gewesen ist, worum das Marx sagen konnte, in der Kritik der Verhältnisse vermittelt durch eine Kritik der Theorien, die diese Verhältnisse in ihrem Selbstverständnis reproduzieren, gewinne ich die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, Zitat. Und genau dies kann man beim Neoliberalismus nicht finden. Da gibt es nicht die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, es sei denn, es ist das, was der Horkheimer mal vielleicht das Zuchthaus genannt hat. Aber es ist jedenfalls, das würde ich so in dieser Form schon sagen, dass dort jedenfalls eine Aussicht auf eine wirklich freie Gesellschaft nicht vorhanden ist. Also die Aussicht, die sich im Moment bietet, wenn ich mir die neoliberale Insel vorstelle, ist die Aussicht einer global administrierten, sozial atomisierten Welt. Gewissermaßen das Gegenbild der amorphen Masse, in der das Individuum untergeht, aber jetzt geht es in einer anderen Form der Individualisierung unter. Also der Individualisierung durch Verinnerlichung von Verhältnissen und Schaffung von Autoritarismus dadurch. Das, denke ich, ist die Perspektive, immer aber auch eingedenk dessen, was Sie vorhin gesagt haben, dass über Veränderungen prognostisch überhaupt gar nicht sagbar ist. Aber das ist das, was die Schwierigkeit ausmacht, denke ich, theoretisch. Also ein System der Kritik der politischen Ökonomie in dieser Weise heute zu schreiben, wie Marx es konnte, vor diesen gesellschaftlichen Hintergründen ist, denke ich, bei diesen gesellschaftlichen Hintergründen heute so nicht möglich. Mir nicht. Würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf reagieren wollen. Das leuchtet mir ein, was Sie sagen. Also, dass man quasi den Marxischen Anspruch von Theorie dann heute nicht mehr betreiben kann. Die Frage ist, also da müsste man sich jetzt über den Begriff der Kritik dann eben noch weiter unterhalten. Letztlich scheint es doch dann so zu sein, dass man quasi mit einer immanent kritisch verfahrenden Theorie oder ja mit einer immanenten Kritik, wie sie Marx mit der politischen Ökonomie betreibt, eben einfach nicht mehr weit kommt, weil die Anknüpfungspunkte, wie Sie es dargelegt haben, im Neoliberalismus nicht mehr vorhanden sind. Die Frage ist doch aber trotzdem, was heißt das für eine kritische Einstellung in Bezug auf die Gesellschaft? Und da denke ich doch, dass man da nicht zu dem Ergebnis kommen muss, dass man den Mund halten muss. Also man hat ja trotzdem, genug das tun wir ja noch. Aber es ist ja schon die Frage, also wie positioniert man sich, oder was richtet man gegen die Gesellschaft? Und ich denke schon, dass die Verfahrensweise immanenter Kritik auch hier und da ihre Schranken hat. Also wenn wir uns vorstellen, dass man im Nationalsozialismus sitzt, da ist kein, würde ich ja sagen, affirmativer Bezugspunkt mehr vorhanden, wo man quasi immanent irgendwie weiterkäme. Und trotzdem kann man sich dann letztlich eher in so einer Art, in einem abstrakten Gegensatz gegen die Gesellschaft richten. Und das ist auch erstmal was Richtiges. Also insofern sehe ich diese theoretische Ausweglosigkeit, die Ihre Theorie, also oder Ihr Vortrag ein bisschen impliziert, nicht so ganz. Aber das wollte ich nur nochmal anhängen. So ausweglos finde ich das nicht. Ich finde das eigentlich sehr hoffnungsvoll. Es ist immer ganz hoffnungsvoll, wenn man eine Krise als Krise benennen kann. Der Neoliberalismus kann das nicht wegen dieses irrationalen Ganzen. Also in dem Moment, wo es möglich ist, diese Verhältnisse noch zu benennen und sie sich bewusst zu machen, ist man ja schon ein Stück drüber hinaus. Man ist aber nur nicht in der Form drüber hinaus, wie ich das vorhin angegeben habe, wie es im klassischen Liberalismus möglich war.
sondern das, was, glaube ich, jetzt außerordentlich wichtig ist, ist ja von Ihnen auf das Prinzip Hoffnung genannt worden, zu sehen, inwiefern solche Dinge wie das Prinzip Hoffnung in dieser neuen Ideologie und vor allen Dingen in dieser neuen globalen Ordnung doch eben in dieser negierten Form aufgehoben sind, sodass die Erinnerung da an deren Genese, also diese Schwierigkeit, diese Genese zu haben, aber wenn man über diese Genese aufklärt, man über diese Gegenwart auch hinaus ist. Deshalb glaube ich, ist es heute außerordentlich wichtig, im Bereich politischer Bildung insbesondere anzuknüpfen an die Utopien, die hier verleugnet werden. Und in Deutschland muss man insbesondere darauf hinweisen, dass es Utopien sind, die insbesondere von deutschen jüdischen Sozialwissenschaftlern ja formuliert worden sind. Also wenn man auf dem Gebiet liest, hat man es überwiegend mit jüdischen Autoren zu tun. Und die Negation dieser Tradition, die nicht blind ist, sondern aufklärerisch und über die Gegenwart hinaus, das ist, denke ich, im Moment Aufgabe der Theorie. Das heißt aber keineswegs, dass wenn man in dieser Form eine Theorie schreibt, die die Gegenwart erinnert, dass man damit musealische Vergangenheitsbewältigung betreibt oder Loblied auf die Vergangenheit. Das würde ja das gar nicht beinhalten, was ich zu Ihnen gesagt habe. Also man kann nicht auf eine Vergangenheit rekurrieren als Verein freier Menschen. Das geht natürlich nicht. Aber die Genese aufzuklären darüber bewahrt natürlich auch die Utopien, die hier verleugnet werden. Und so gesehen ist das die einzige Möglichkeit, über diese verleugneten Utopien jene Gesellschaftseinheit, ohne die von Krisen gar nicht zu reden ist, doch noch zu benennen. Und in dem Moment, wo man sie benennt, ist man über diese Verhältnisse hinaus. Das muss man immer dazu sagen, dass dies die Theorie in eine andere Weise gesellschaftlich in Stellung bringt, als das im klassischen Liberalismus der Fall war. Das ist dann so, dass die Theorie von verändernden sozialen Praktiken von einer in irgendeiner Form emanzipatorischen Bewegung abgehängt ist, wenn es sie denn überhaupt geben sollte in diesem strengen Sinne. Also ich finde es ganz hoffnungsvoll, was ich hier mache. Sonst würde ich es auch gar nicht machen. Also es ist, glaube ich, diese Aufklärung der Destruktivität ist das, was eigentlich das Hoffnungsmoment daran ist. Bitte schön. Ich wollte gerade sagen, damit ist ja im Prinzip schon eine Antwort auf eine mögliche Kritik gefunden, beziehungsweise eine Vorgehensweise. Was Sie gerade angesprochen haben, ich habe es mich die ganze Zeit nicht getraut zu sagen, wäre im Prinzip Schlagwort politische Bildung beispielsweise, dass dieser eine Moment der Aufklärung innerhalb der Gesellschaft ja offensichtlich ein ganz schönes Stück weit gescheitert ist, wenn man anschaut, was für Möglichkeiten den Menschen heutzutage gegeben sind, der sie nicht wahrnimmt, dass genau das der Knackpunkt vielleicht wäre, wenn wir uns den Neoliberalismus anschauen, so wie Sie ihn gerade beschrieben haben, dass es darum geht, die Freiheit des Einzelnen zu haben und sich das hoffentlich dann irgendwie eben alle selbst reguliert, weil wir gar nicht alles erfassen können sozusagen, ist ja der einzige Hoffnungspunkt der, dass wir eine politische Aufklärung beziehungsweise eine bildungsmäßige Aufklärung noch stärker forcieren, die dann wirklich dazu führt, dass das Einzelindividuum einfach reflektiert und mit den Problemen des Alltags auch ein Stück weit umgehen kann und das im Gesamtkontext auch mit dem, was globalisiert passiert. Deswegen möchte ich auch da an den Punkt anknüpfen, dass ich diese grundsätzliche Diskrepanz nicht sehe, dass man sich deswegen so verweigern muss innerhalb dieser Kritik. Ich habe einmal überlegt, ich würde es als postmoderner Analphabetismus nennen, was zurzeit vor sich steht oder seit mehreren Jahren. Wir können eigentlich alles schreiben, lesen, aber das, was wir in der im Kapitalismus an sich verlernt haben und durch den Neoliberalismus noch stärker, ist das, in Zusammenhängen zu denken. Also wir haben das wirklich, das ist uns abgelernt, von kleinem an wird es uns abgewöhnt und wir werden das eigentlich nicht beigebracht, in Zusammenhängen zu denken. Wir sind nur Sammler von Informationen. Und wir sputen die raus und wir sind nur einfach nur funktional bedacht. Wir fragen uns gar nicht nach dem Warum, wir fragen uns nur wie. Und das glaube ich, das ist eigentlich, das müsste man überwinden, um überhaupt eine Vision oder eine Utopie zu entdecken. Das war keine Frage. Es sollte niemandem mehr in dem Sinne Fragen brennen.
hoffe ich, dass Sie alle gut nach Hause kommen und wünsche mir auch für nächsten Donnerstag bei Martin Dornes ein zahlreiches Publikum. Dankeschön. Vielen Dank.